Voice recognition authorized. Welcome. Willkommen zurück zu unserem kleinen Testprojekt. Ein kleiner Zusatz vorab. Ich habe gemerkt, dass mein Rechner ganz schön ins Schwitzen kommt, wenn hier zweimal die Engine auf ist und gleichzeitig das Spiel läuft und die Aufnahme und so weiter. Und deswegen wollte ich meine Resolution ein bisschen anpassen und dachte mir, das kann ich auch mal gleich eben zeigen. Denn wir haben ja hier oben im Pawn grundsätzlich mit der Desktop Resolution gearbeitet, sind immer davon ausgegangen, dass wir das Ganze natürlich im Fullscreen starten, aber das muss ja nicht und deswegen können wir das hier ein bisschen anpassen. Wir brauchen trotzdem die Game User Settings und hier kannst du alles Mögliche setzen, zum Beispiel auch Fullscreen. Also ob das jetzt standardmäßig Fullscreen sein soll und so weiter, das können wir ja alles auch spielen und das Ganze eben hier auch setten. Was ich setten will, ist meine Resolution, also Set Resolution. Das kommt dann natürlich direkt davor. Das ist ebenfalls ein Struct, was man dann splitten kann. Das kannst du dann befüllen über dein Menü. Das kann wiederum dann ein Dropdown-Menü sein und dann kannst du deine Resolution entsprechend anpassen und im Hintergrund wird dann hier der Code abgefeuert. Genauso funktioniert das im Hintergrund halt bei allen Spielen auch. Was ich jetzt noch abrufen will, ist meine aktuelle Resolution, damit ich die X-Variable, also Desktop Resolution X-Variable hier befüllen kann. Deswegen muss das auch eine andere sein, also nicht get desktop, sondern get Screen Resolution, ebenfalls ein Struct, was man splitten kann und da kommt dann X. Und da das ja hier hinter gesettet wird, kriegt er meine aktuelle Wunsch-Resolution und dann klappt das auch mit der Bewegung von unserem Lauf. So, oben links habe ich mir die übrigens auch ausgeben lassen hier, kannst du hier sehen. Hat also funktioniert. Wie groß jetzt das Fenster hier sein soll, kannst du natürlich nach wie vor selber beeinflussen. Aber Fakt ist, das ist jetzt erstmal 1920x1080. Als nächstes wollten wir uns ja darum kümmern, dass der Schuss auch wirklich diesen Stein oder den Gegner, was auch immer, zum Explodieren bringt. Das machen wir jetzt als nächstes. Der Schuss und alles ist ja schon da, das haben wir schon letztes Mal gemacht. Jetzt müssen wir gucken, dass er auch wirklich Schaden anrichtet. Dazu gehst du einfach ins Geschoss. Das brauchen wir alles nicht. Wir wollen ein Overlap-Event stattfinden lassen und deswegen gehe ich hier direkt auf den Static Mesh. Und gibt ja, wie du weißt, viele verschiedene Wege. Ich nehme den hier, Add Event und dann Begin Overlap und damit können wir dann jetzt arbeiten. Als erstes müssen wir natürlich schauen, ob das überhaupt passieren kann. Dazu einmal in den Static Mesh, dann gehst du hier auf die Collision und prüfst das alles nochmal, was das alles bedeutet, habe ich dir ja schon erklärt. Hier im Einzelnen einfach nochmal prüfen, der Objekttype, was bist du? Du bist ein Vehikel und du overlappst mit Physics Buddies. Das ist der Key hier. An der Stelle dann gehst du in den Gegner rein, gehst auch in Collision und guckst, was ist das? Ein Physics Buddy, also überlappt er, also wird das funktionieren. Und jetzt muss man natürlich prüfen, wer das ist und ob das auch der richtige Actor ist, der hier overlappt. Und das machen wir wieder mit dem Cast. Da ist der Gegner. Im Übrigen noch mal ganz kurz. Am Anfang hatten wir hier unser kleines Menü aufgebaut. Und da sind die ganzen Klassen drin. Und den Stein, der hier oben runterkommt, den hatten wir ja Gegner genannt. Also habe ich einfach Gegner eingegeben und einen Cast gemacht nach Gegner. Und wenn das einer ist, geht es hier oben weiter. Wenn nicht, hier unten, kennst du ja alles schon. Dann wollen wir den, wenn es einer ist, dann den Static Mesh haben von dem Gegner, der dann in unserem Fall dieser runde Stein ist, also diese Sphere mit der Steintextur oder Material. Und von diesem Static Mesh wollen wir dann die World Location haben, die aktuelle. Get World Location, nee, das ist Rotation. Die benutzen wir, um Effekte spawnen zu lassen. In unserem Fall, was brauchen wir da? Ich würde sagen wieder die Explosion, weil die ist auch im Starter-Content mit dabei. Da kannst du natürlich dann alles nehmen wieder und natürlich den Sound dazu. Spawn Emitter, Add Location, Spawn Sound, Add Location und für beides brauchen wir die Location, also die aktuelle World Location von dem Stein. Kann man natürlich noch ein bisschen was machen, aber
das hier soll erstmal reichen. Obwohl hier von dem Sound können wir gleich mal gucken, ob der Sound richtig ist. Ob die Lautstärke richtig ist, soweit. Und ja, jetzt müssen wir nur noch sagen, was er ist. Und er hier ist dann eine Explosion und er ist ein Explosion Q. Ja, jetzt können wir einfach mal ganz kurz hinhören, ob da mega laut. Ich werde das im Video noch zusätzlich ein bisschen leiser machen, aber es war auf jeden Fall mega laut gerade. Deswegen können wir hier noch ein bisschen was machen. Machen wir einfach 0,3, hören nochmal rein. Immer noch krass. Okay, das passt dann. Passiert auf jeden Fall an der richtigen Location. Der Sound kommt auch. Das Gute ist, wenn wir uns Spawn Sound at Location nehmen, dann wirst du sehen, dass wenn du links jemanden triffst, dass das eher links aus den Boxen oder aus dem Kopfhörer rauskommt und rechts eher rechts, was auch ziemlich cool ist. Und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass der Actor eben dann vernichtet wird, also der Gegner. Und das machen wir wie immer mit einfach einem Destroy. Den setzen wir hier hinter. Das Ganze kannst du natürlich noch ein bisschen schöner machen oder eben verschieben. Ich lasse das jetzt einfach mal straight laufen. So, das sollte es auch schon gewesen sein. Ja. Und das geht jetzt immer so weiter. Als nächstes brauchen wir noch den versprochenen Stein, der individuell nach unten rutscht oder sich nach unten verschiebt, in dem Moment, wo er von einem Gegner getroffen wird. In dem Fall, also in unserem Fall, von einem Stein, der von oben auf ihn drauf fällt und der dabei dann auch noch weiß blinkt als Indikator dafür, dass er getroffen wurde und gerade versinkt. Dazu braucht man natürlich hier einen neuen Actor, und zwar eben diesen Stein. Ganz simpel, wie immer nehmen wir auch hier einfach einen Static Mesh. Den nenne ich jetzt auch einfach Stein. Der kriegt den Shape Cube. Der wird auch gar nicht skaliert in irgendeiner Form, den lassen wir einfach so. Und wir nehmen das ebenfalls vorhandene Material, also im Starter-Kit vorhandene Concrete Material. Das ist Concrete Tiles. Hier unten einfach nur, weil ich dir zeigen möchte, dass es eben auch anders geht, aktivieren wir jetzt die Hit Events, da der Gegner, also die Kugel, die von oben runter fällt, ja, ein Physics Body ist, beziehungsweise Physics aktiviert hat, kann der auch Hit-Events verursachen und in dem Fall auch entsprechende Events starten, und die nehmen wir dann gleich als Grundlage. Hier machen wir das erstmal zu Ende. Natürlich soll der Charakter drauf laufen können, deswegen lassen wir das hier an. Overlap-Events kannst du auch anlassen für den Fall, dass du damit noch was anderes machen willst. Theoretisch kann man die hier auch ausschalten, jedenfalls für die Kombination. Und hier kann man im Grunde genommen Block All Dynamic lassen. Wenn du das individuell einstellen möchtest, dann nimmst du wieder Custom, stellst es ein, wie du Bock hast. Aber in meinem Fall lasse ich alles auf Block All, deswegen ändert sich nicht viel. Und dann sind wir hier an der Stelle auch schon fertig. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Event on Component Hit. Das brauchen wir alles nicht. Constructions brauchen wir auch nicht. So, also wenn der Hit passiert, dann interessiert uns jetzt erstmal gar nicht, wo der passiert und so weiter, sondern einfach nur, dass er passiert ist. Und deswegen können wir im Grunde genommen direkt hier weitergehen. Aber ich möchte ja, dass der Stein den hittet, dass er dann blinkt, um zu zeigen, dass er in Bewegung ist und dass er dann aufhört und sozusagen wieder bereit ist, neu getroffen zu werden, damit er wieder ein kleines Stückchen versinken kann und so weiter. Und in dem Prozess will ich aber, dass nichts passiert. Das heißt, wenn er blinkt und versinkt, will ich, dass selbst wenn dann ein zweiter oder dritter Stein darunter fällt, dass er nicht noch weiter oder noch schneller versinkt. Dann soll einfach gar nichts passieren. So, als ob er unverwundbar ist quasi. Und deswegen brauche ich eine Variable dafür. Und das ist dann hier in dem Fall mein Bool. Und der heißt in Bewegung. Dann Branch rein, links auch mit B und linke Maustaste. Dann fragen wir das hier direkt ab. Linke Maus ist draufziehen. Weiß auch direkt, dass es ein Getter ist. Und wenn er in Bewegung ist, soll hier gar nichts passieren. Das ist einfach nur so ein Safety hier vorne.
Wenn er allerdings nicht in Bewegung ist, dann soll er mir sofort den Safety aktivieren und sagen, okay, jetzt bist du in Bewegung. Ab jetzt gilt wieder das hier. So, wie geht's jetzt weiter? An der Stelle verwende ich jetzt wieder eine Timeline, genauso wie die Gegner, die von oben herabfallen, die runden Steine, die von oben herabfallen, in der Lava versinken, benutzen wir jetzt hier auch eine Timeline, damit der Stein einfach nur ein Stückchen nach unten gleitet sozusagen und dann wieder stehen bleibt. Wir haben jetzt hier so einen geschlossenen Kreislauf. Wenn er es nicht ist, geht es wieder von vorn los und er kann gehittet werden. Wenn er es ist, dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal zwei Locations wieder für unsere Timeline und einmal Start und Ende, also zwei Vektoren. Die kann man natürlich auch duplizieren. In deinem Game hier, also in deinem richtigen Spiel, solltest du die natürlich dann besser benennen. Ich belasse es jetzt bei Start und Ende, weil ich weiß, dass hier garantiert nichts mehr dazukommen soll. Und weil das hier an der Stelle eindeutig ist. Wie kommen wir jetzt wieder an die Informationen ran? Ganz einfach, wie beim letzten Mal auch. Nehmen wir einfach den Stein. Location. Endlocation ist wieder die Startlocation minus irgendwas. Also einfach minus eintippen. Und bei mir war dann, also ich fand 60 ganz cool. Und das setzen wir dann wieder. Also jetzt haben wir wieder Start und irgendwo darunter, weil es minus ist, eine Endlocation. Dann brauchen wir die Timeline wieder. Die nehme ich jetzt einfach mal Bewegung, ganz kreativ. Die soll natürlich immer neu starten, wenn so eine Bewegung aktiviert wird und nicht innen drin pausieren oder sowas. Ja, für die Timeline selber braucht man natürlich auch wieder eine Curve. Das soll ein Float sein. Der heißt auch Bewegung. Von der Zeit her, ganz wichtig, hier oben einen Punkt nehmen, kein Komma. Von der Zeit her war 1,25 ganz cool, aber da kannst du natürlich auch wieder ein bisschen was machen, wenn du Lust hast. Wir brauchen wieder zwei Keys, rechte Maustaste, Add Key, wie beim letzten Mal. Am Anfang natürlich bei 0 und bei ihm hier nehmen wir die Maximaltime, also 1,25 und das Value 1. Wenn es wieder außerhalb vom Screen ist, hier einfach dann drauf drücken, dann wird das Ganze wieder ausgerichtet. Das war's auch schon. Können wir hier wieder raus und wir haben unsere Bewegung. Wir nehmen den Stein und was wollen wir damit machen? Wir wollen die Location setten. Und welche? Die World Location. Das machen wir pro Update-Zyklus. Wir nutzen wieder die entsprechende Bewegung als Grundlage und hierfür brauchen wir dann einen Lerp. Und Lob Vektor, weil wir zwei Vektoren haben, also zwei Locations. Start und Ende. Die Bewegung, also immer das Update von der Bewegung, kommt hier rein. Und so kriegen wir über die Curve hinweg die Bewegung von Start zu Ende. Und je nach Curve ist sie dann langsamer oder schneller am Start und so weiter. Das Ganze kommt dann hier in die Location rein und dann haben wir es auch schon. Nur an der Stelle weiß er jetzt noch nicht, wenn er mit dem Ganzen fertig ist, dass er hier weitermachen darf. Deswegen kopieren wir in Bewegung. Das kommt hier rein. Über Finished geben wir eben noch ein kleines Sicherheitsdelay von 0,2 Sekunden. Und dann müsste das auch alles schon funktionieren. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben übrigens, ist dem Stein zu sagen, was er eigentlich ist. Das habe ich gerade vergessen. Der ist ja World Static. Genau, nicht World Dynamics, sondern World Static. Denn durch World Dynamic kann der Pawn ja durchfliegen. So, das dazu. Das funktioniert. Ja. Mal ein bisschen offensichtlicher. Irgendwann ist es halt zu viel.
Und dann war's das. Und dann geht's wieder von vorne los. Das können wir ja mal eben anpassen hier. Aber ich glaube, eigentlich waren 50 cooler. Brauchen wir noch den Blinkeffekt. Und den bauen wir an genau derselben Stelle ein, wo wir gerade schon waren, zwar am Stein. Die beste Position, um den einzubauen, ist natürlich genau dann, wenn wir sowieso schon in der Kette sind, wo wir geprüft haben, darf der überhaupt getroffen werden und so weiter, ist er jetzt in Bewegung. Und das wäre dann zum Beispiel hier, aber wir wissen ja, das wird halt super oft geupdatet, damit wir eine flüssige Bewegung von A nach B haben, also Start nach Ende. Und hier wäre es auch wieder zu spät, deswegen habe ich mich dafür entschieden, das einfach hier zu starten, auch weil wir da schon etwas nehmen können, was wir schon gelernt haben an der Stelle, und zwar ein Do Once. Das ist ein Makro, was schon mitgeliefert wird von der Engine. Falls dich das interessiert und was sonst noch so geht, kannst du dir das Makro-Video von mir anschauen. Hier wird er jetzt einmal ausgeführt. Der kommt hier nur einmal raus und egal wie oft er hier aktiviert wird, der kommt hier nicht weiter. Das wird einmal ausgeführt, bis es resettet wird. Als nächstes brauchen wir ein Delay und dazwischen dann irgendetwas, was er machen soll. In unserem Fall dann eben blinken und das machen wir dann in dem Makro. Dazu gibt es auch schon ein Video. Jetzt einfach mal Hit, das kannst du auch blinken nennen oder was auch immer. Und dann kommst du hier in Sonnenscreen. An der Stelle brauchen wir einen Input, also einen festen Input. Das ist dann Gloat. Kann ich dann, beziehungsweise Englisch geschrieben. So, und da kann ich dann, wenn ich das Makro hier reinziehe, bestimmen, wie lang irgendwas braucht. An der Stelle habe ich mich dann dafür entschieden, das 0,5 Schritten blinken zu lassen über diesen Code, der hier drin steckt. Und das Ganze wird dann ein bisschen klarer, wenn wir das jetzt starten. Hier baue ich nochmal den Stein. Und dann schnappe ich mir das Material, was wir eben gesetzt haben, das war ja dann dieses M-Tiles oder Concrete, bla bla bla. Und das möchte ich jetzt einfach verändern. Es gibt noch Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen dynamischer zu machen, auch über das Material selber. Aber hier sind wir jetzt ganz grob. Wir verändern jetzt einfach nur das komplette Material. Wir tauschen das komplett aus durch ein anderes und dadurch erzeugen wir dann den Blinkeffekt. Get Material brauchen wir hier. Dann saven wir das. Und wenn dir der Reihenfolge hier nicht passt, dann kannst du die jederzeit ändern. Und hier sage ich einfach Material, ja, aktuell zum Beispiel. Einfach nur ein Zwischenspeicher für uns, den wir jetzt nehmen, damit wir das später wieder herstellen können. Dann schnappe ich mir wieder den Stein von hier oder von da und sage Set Material. Und jetzt gebe ich das Material ein, was es dann sein soll. In unserem Fall soll das irgendwas Weißes sein. Und deswegen habe ich mich hier für Basic Wall entschieden, weil die auch schon im Starter-Content dabei ist. Das heißt, wir prüfen, beziehungsweise wir starten das Makro. Wir prüfen, welches Material gerade aktuell ist. Wir speichern es zwischen. Und dann ändern wir es sofort auf Basic Wall. Bauen ein Delay ein und das Delay ist halt so lange, wie wir hier wollen. Dieser Wert wird quasi durchgeschleust. Von hier kannst du natürlich dann auch wieder mit einer Variable steuern, hier durch bis zum Delay. Und nach dieser Zeit setten wir das dann einfach wieder zurück. Wieder Set Material.
und einen Ausgang haben wir ja auch noch. Der erscheint dann übrigens genau hier. Können wir es auch anschließen. Das hätten wir natürlich auch von Anfang an machen können. Und ja, was soll das dann sein? Das kann dann wiederum noch ein anderes Material sein, was dazwischen blinkt, oder eben wie in meinem Fall unser aktuelles Material. Und dann verwandeln wir das wieder zurück. Das Ganze geht raus. Dann gibt es hier noch einen kleinen anderen Delay, der dahinter geschaltet ist. Den kannst du raus oder reinnehmen, so wie du willst. Das wäre dann nochmal eine zusätzliche Variante. Du kannst es auch einfach kombinieren und dann wird er wieder resettet. Wenn der dann noch laufen sollte, aktiviert er sich wieder. Er macht dasselbe nochmal, wird resettet, wenn er läuft, dasselbe nochmal, und wenn er finished ist und er hier gerade läuft, läuft er hier wieder rein, öffnet ihn und es kommt nichts Neues und er weiß ganz genau, der ist eh schon fertig. Ja, perfekt, dann haben wir das auch geschafft. Wie du ja schon gesehen hast, kannst du jetzt alles komplett auch verschieben. Der Aufbau, der ist einfach jetzt nur so dahingeklatscht gewesen am Anfang. Ne? Die Felsen, die können ja auch alles sein. Du kannst es nach vorne, nach hinten bewegen. Du kannst hier mehr Steine hinballern. Du kannst sogar ein ganz anderes Game damit machen. Du kannst zum Beispiel das Third-Person-Template nehmen, ballerst die Steine rein, läufst da drüber und die gehen automatisch runter, wie die hitten. Und wie man das umschreiben kann, weiß der dann auch mittlerweile. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns wiedersehen im nächsten Video. Dann kümmern wir uns um Hintergrundmusik. Dann kriegt der Schuss auch endlich mal einen ordentlichen Wumms. Dazu machen wir dann einen eigenen kleinen Soundcue, den wir dann aus einer Wave erzeugen. Das bedeutet auch, dass du danach in der Lage sein wirst, ganz easy irgendwelche Wave-Dateien von der Platte hier rein zu importieren in die Engine und dann umzuwandeln und dann in das Spiel zu implementieren und so weiter. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber da sehen wir uns dann nächste Woche. Bis dahin, ciao!